Das ist die Elfenbeinküste. Mit über 1,7 Millionen Tonnen Kakao produziert das Land in Westafrika mehr als ein Drittel der weltweiten Kakaoernte. Die Gewinne aber sind ungleich verteilt. Ein Kakaobauer verdient weniger als 0,5 US-Dollar pro Tag. Die Armut der Menschen wird durch eine hohe Analphabetismusrate, Kinderarbeit und Geschlechterungleichheit zusätzlich verstärkt. Confiserie Bachmann ist ein Luzerner Familienunternehmen in der vierten Generation und geführt von meinem Bruder Raphael und mir. Wir sind spezialisiert und schweizweit führend in der Herstellung von Bäckerei, Confiserie und Schoggi-Spezialitäten. Als einer der grössten Arbeitgeber aus der Branche in der Schweiz möchten wir die Verantwortung für gesellschaftlich Benachteiligte aktiv wahrnehmen. Bildung und Ausbildung ist eines der wirkungsvollsten und elementarsten Mittel im Kampf gegen Armut und Ausbeutung. Aus diesem Grund hat die Bachmann Stiftung eine Schule in Afferi im Landesinneren der Elfenbeinküste gebaut. Mon nom c'est Yao Asselévi. Je suis Bamouni Brou Juliette, formatrice du Girls Club de l'IFER d'Afferi. Je m'appelle Nguessa Marie Dorian. In dieser Schule können Jugendliche eine dreijährige Ausbildung absolvieren im Bereich Landwirtschaft, Viehzucht und Kakaoanbau. Dabei schauen wir, dass mindestens 30% der Schüler weiblich sind. Die gelernten Anbau- und Verarbeitungsmethoden sollen die Jugendlichen ermöglichen, ihre Existenz nachhaltig aufzubauen. Gerade für mich als Vater von drei Kindern ist es eine Herzensangelegenheit, jungen Menschen eine Perspektive mit auf den Weg zu geben. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Afferi, um die Schule zu besuchen und sind sehr gespannt, was uns erwartet. En Côte d'Ivoire, on a beaucoup de jeunes qui abandonnent en milieu rural. Et après, ils sont laissés pour compte, ils n'ont pas de métier, tout ça. Donc, l'IFER leur permet d'avoir un métier et d'aider aussi leurs parents pour prendre le relais. Parce que le planteur aujourd'hui fait des choses de façon traditionnelle. Donc, il faut des jeunes bien formés, professionnels, pour pouvoir prendre le relais. Après le bac, je n'ai pas pu continuer, je me suis assise. Et j'ai pris cette école comme une seconde chance, une chance que la vie me donnait. On peut dire que c'est ici, chez nous, c'est la culture. L'économie de notre pays se repose sur l'agriculture. Donc, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Donc, j'aime beaucoup l'agriculture. C'est bon, cette école est bonne, c'est cool. Parce que, en fait, c'est pour développer mon cerveau. En fait, sur le cacao. Bonjour. Bonjour, enchanté. Bonjour, je m'appelle Matthias. Wir sind auf der Kakaoplantage von Noël. Er begleitet uns und wir haben hier einen klassischen Kakaobaum. Was man hier schön sieht, sind die ganz feinen Blüten. Und es geht 3 Monate, bis man dann die Kakaofrucht, wenn sie gelb ist, kann pflücken kann. Und wir sehen hier die verschiedenen Stadien von dem Wachstum. Die Elfenbeinküste ist ein beeindruckendes Land mit einem grossen Potenzial. Aber dass die Bewohner das Potenzial nutzen können, brauchen sie unsere Unterstützung und faire Geschäftspartner.
Wir von der Konfiserie Bachmann möchten beides. Wir werden die Schule und die Leute vor Ort auch in Zukunft unterstützen, dass unsere Kundinnen und Kunden die feinen Bachmann-Spezialitäten weiterhin mit gutem Gewissen geniessen können. Ich n'essaierai jamais de dire merci au nom de tous mes camarades et moi. Nous ferons de notre mieux pour que cette école aille de l'avant et que cette école aussi soit respectée et que l'agriculture soit valorisée. Elle sera valorisée avec nous les femmes parce qu'on veut que nous les femmes soyons des leaders demain. Nous soyons devant. Nous soyons un exemple pour nos enfants, pour nos familles et pour les autres générations à venir.